Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Direkt nach dem zweiten Part, da haben wir diesen Art Pokémon Tag gemacht, mit Juli natürlich. Moin. Und jetzt machen wir diesen 30 Fragen sind das? Ja. 30 Fragen Tag, wo Juli mich getaggt hat. Juli wird mir die Fragen vorlesen, dabei spielen wir ein bisschen Pokémon. Okay. Richtig. Also Frage 1, Laptop oder Computer? Computer. McDonald's und warum? Einfach nur, weil ich Computer schon so lange benutze, ist halt einfach so, da gibt es keinen speziellen Grund, ich finde Computer einfach besser als Laptop. Okay, D-Roller, was, McDonald's oder Burger King? McDonald's, da finde ich die Nuggets besser. Deo-Roller oder Deo-Spray? Deo-Spray. Warum? Weil ich mein Leben noch nie einen Deo-Roller benutze. Äpfel oder Erdbeeren? Gute Frage. Äpfel oder Erdbeeren? Ich würde Äpfel nehmen. Einfach nur, weil ich Äpfel dann doch einen Ticken mehr mag als Erdbeeren. Okay. Katzen oder Hunde? Hunde, einfach nur weil ich schon mal einen Hund hatte. Ich muss immer warum sagen, oder? Ja. Okay. Also wäre zumindest schön. Hab ich? Blond oder braun? Braun. Ich kenne so viel Blonde und leider erfüllt sich bei denen das Klischee. Blond dumm. Tut mir leid. ist leider wirklich so. Fast jede Blonde, die ich kenne, ist. Was heißt fast jede? Viele. Süßes oder herzhaftes Essen? Was versteht man unter herzhaft in dem Fall? Warte. Lass mich dir ein Beispiel springen. Süße Schlade, oder? Nee, es ist so Erde. Eis. Nee. Herzhaft, das ist so. Warte, ich sag's dir. Also herzhaft. Ja. Alter, was ist das denn für Mist? Warte. Ist herzhaftes nicht sowas Mittagessen oder ähnliches? Herzhaftes Essen ist so, ja, halt herzhaftes. Ich nehme. Ja, sowas wie Nudeln, Brokkoli auf Lauf. So. Ja. Also ist herzhaftes Mittagessen. Ja, herzhaft ist so. Meistens sowas, was ist sowas, was Stärkehaltiges. Also Kartoffeln und so weiter, ja, nämlich herzhaft. Okay. Lego oder Playmobil? Lego? Ich hatte nie wirklich viel Playmobil, früher mehr Lego, deswegen. Nike oder Adidas? Adidas? Keine Ahnung, ich habe Schuhe von Adidas, T-Shirts, Hosen, also. Ich kenne da kaum den Unterschied. iPhone oder Samsung Galaxy? Samsung. Eindeutig, weil ich hasse iPhone einfach. Es ist einfach so, ich mag Android und so weiter viel lieber. Ich habe auch jetzt einen Galaxy, also Samsung. Ja, was anfangs so gut funktioniert hat. Ist jetzt kaputt, aber kriege ich bald neues. Party oder chillen? Na, das kann ich nicht ganz beantworten, weil mir kommt es immer ganz auf die Laune drauf an, Entschuldigung. So, nach deiner aktuellen Laune? Aktuellen Laune chillen. Subway oder KFC? Subway, ich war in meinem Leben noch nicht so oft im KFC, aber Subway habe ich das öfter schon gegessen, also. Links oder Rechtshänder? Rechts.
Da kann ich leider nicht warum antworten. Mensch, wurdest du geboren? Nee, du kannst auch wirklich mit beiden. Ich bin zum Beispiel weiterhin. Ich kann mit beiden Händen schreiben. Okay. Cola oder Fanta? Fanta, weil. Keine Ahnung. Weil Fanta. Ich kann Cola nicht trinken, also da stillt mein Durst nicht. Kenn ich. Horror oder Liebesfilme? Horror. Finde ich spannender. Was ein Zufall. Was? Ja, als Liebesfilm spannend. Nintendo oder PlayStation? Nintendo. Ich habe bis jetzt nur PlayStation 2 gehabt, sonst hatte ich auch wenn dann immer Xbox, aber dann Nintendo lieber. Canon oder Nikon? Beide leider keine Erfahrung mitgemacht. Kino oder DVD? Kino. Einfach nur, weil es cooler ist. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten, wann? Weihnachten ist auf jeden Fall die ganze Familie mal beisammen. So kriegst du Anruf oder sonstiges. Weihnachten ist die ganze Familie beisammen. Zumindest das sucht man das immer. Bei uns klappt das fast immer. Ja. Zockt man das Skaten? Skaten natürlich! Ja, nicht mein! Zocken! Ich denke, ich kann Skaten immer auf die Fresse. Bin zu blöd zum Skaten, habe ich die Kondition nicht für. Es ist nicht mal sehr Kondition. Dings lastig. Nacht oder Tag? Nacht. Keine Ahnung, ich bin nachts produktiver als tagsüber. Mit Disney oder Looney Tunes? Ah ne, warte. Beziehung oder Single? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Okay. Disney oder Looney Tunes? Disney. Looney Tunes habe ich wirklich eigentlich nie viel gesehen gehabt früher. Sicher? Also, du weißt, was Looney Tunes ist, oder? Looney Tunes ist doch das mit diesem Hasen zum Beispiel. Mit dem Hasen? Ja, mit Bugs Bunny. Ja, nee. Also Disney. Apple oder Microsoft? Microsoft. Baden oder Duschen? Duschen. Baden, bisschen am eigenen Dreck. Batman oder Spider-Man? Ist mir ziemlich geladen, was von den beiden. Dunkin' Donuts oder Starbucks? Hab ich schon was mit Dunkin' Donuts gegessen? Ich weiß, dass es bei uns Donuts gibt. Gibt es den überhaupt in. Gibt's den überhaupt in Deutschland? Ich weiß es, keine Ahnung, bei uns gibt es einen richtig guten Donutladen. Das ist öfter so. Aber das ist nicht Dunkin' Donuts. Aber dann würde ich Starbucks nehmen. Starbucks ist echt geil. Ich war noch nie im eins der beiden. In Starbucks. Ich mag allgemein nicht so Kaffee, also. In Starbucks kriegst du viel mehr als nur Kaffee. Ja, aber ich verbinde es mal mit Kaffee. Kannst du dir ja richtig geil Sachen machen, das schmeckt echt gut. Aber halt auch sehr toll. Gestylte Haare und der Mütze. Gestylte Haare. Ich bin kein Mützenträger. Mützen- oder Kappenträger, gar nichts im Bein. Manga oder Comic? Wow. Keine Ahnung. Ich habe früher eigentlich nie Mangas gelesen, deswegen wäre ich fast verleitet zu Comic zu sagen. YouTube oder Fernsehen? YouTube. Okay, das waren schon alle 30 Fragen. Sehr easy. Weil dann machen wir einfach noch einen. Okay. Hast du Haustiere? Hatte. An was? Hund. Welche Rasse?
Schäferhund. Ah, okay. Natürlich deutscher Hund. Nenne drei Dinge, die gerade in deiner Nähe sind. Gute Frage. Wasserflasche, Xbox und Roller-Handy. Wie ist das Wetter gerade? Kurz vor dunkel. Hast du einen Führerschein? Wenn ja, hattest du schon einen Unfall? Nein, nein. Wann bist du heute aufgestanden? 10. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Beim Aufstehen. Also nach dem Aufstehen. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Der letzte Film wirklich war Central Intelligence. Was war deine letzte SMS? SMS? Boah, also, keine Ahnung. Ich habe schon so lange keine. Doch! Nicht SMS, aber sag mal einfach Nachricht. Warte. Gucke gerade Bones. Wie hört sich dein Klingelton an? Standard Klingelton von Samsung. Liebst du Sushi? Ich hasse Sushi. Ich hasse rohen Fisch. Bist du schon mal in ein anderes Land gefahren? Nein. Wo kaufst du dir deine Lebensmittel? Rewe oder Penny? Hast du jemals eine Medizin zu dir genommen, um besser einschlafen zu können? Nein. Wie viele Geschwister hast du? 4. Hast du einen Computer oder ein Notebook? Computer. Hast du mal beides? Wie alt wirst du an deinem nächsten Geburtstag? 18. Trägst du eine Brille und oder Kontaktlinsen? Ich sollte eine Brille tragen, tut's aber nicht. Färbst du dir deine Haare? Nein. Was planst du für den heutigen Tag? Um 21.51 Uhr plane ich weiter leider nichts weiteres. Wann war das letzte Mal, wo du geweint hast? Keine Ahnung. Was ist der perfekte Pizzabeleg für dich? Belag. Salami, Schinken. Was magst du mehr, Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Warst du je länger als... Warst du je länger als einen ganzen Tag wach? Ja. Ich weiß ja noch. Welche Augenfarbe hast du? Braun. 50 intime Fragen, das klingt gut. Oh! Kannst du Pepsi von Cola unterscheiden? Boah, ist das intim, das kann ich nicht antworten! Nein, das ist nicht die, das ist noch nicht die intime Frage. Gut. Fick dich. Wenn's, also wenn es so krass wird, beantworte die Frage nicht. Ja, ist schon okay. Ob ich Pepsi und Cola unterscheiden kann? Nein. Ich schon. Okay, jetzt zu den 15 Teamfragen. Was trägst du gerade? Ein T-Shirt, eine kurze Jogginghose und Socken. Bist du jemals verliebt gewesen? Ja. Hast du jemals ein schlimmes Beziehungsende? Nö. Marcel ist einmal fast gestorben. Hä? Ich? Ja, als du nicht schlafen konntest. Ach so. Das war auch in deiner Beziehung. Fast gestorben, Alter. Dreimal. Wie groß bist du? 1. Irgendwas mit 80. Ich kann gerade nicht. Ich kann auch mal alles nachgucken, aber mein Geld wird kein anderen ins Zimmer, das hab ich keinen Bock drauf. Wie viel wiegst du? Keine Ahnung. Hast du Tattoos? Nein. Hast du Piercings? Pimmelpiercing. Nein, warte kurz. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Aber ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, schwul. Alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Hast du ein One, also ein One-Tree-Pair? Was? Ein paar, also zwei Leute, die du am liebsten zusammen sehen würdest. Julio und Niklas. Danke. Deine liebste TV-Serie? Pokémon. Oder noch? Ja, doch. Deine Lieblingsband? Habe ich keine. Wo sind denn die bitte schön in Team, die Fragen? Buddy joined your channel. Nein, wird! So, da sind wir dann. Cut wieder. Okay, Juli. Boah, ich denke, du hast keinen Talk-Power. Hey, wake up.
Hey, wake up. Ja, ich bin doch mit in der Aufnahme, chill. So. Du hast auch keine Talk Power. Talk Power granted. Jetzt habe ich doch Power. vermisst du etwas? Mein Handy, als es funktioniert hat. Dein Lieblingslied. Habe ich keins. Wie alt bist du? 17. Dein Sternzeichen. Löwe. Qualitäten, die du bei einem E-Partner suchst. Dicke Titten, geiler Arsch. keine Ahnung. Lieblingszitat. Habe ich keins. Deine Lieblingsschauspieler. Habe ich auch nicht. Doch, Nein, habe ich nicht. Laute oder leise Musik? Also ich höre, wenn ich unterwegs bin, laute Musik. Was meinst du, unter Musik, die ich mir so laut stellen kann, wie ich will? Oder allgemein laute Musik, so... Keine Ahnung. Also wenn ich meine Musik selbstständig laut machen darf, dann laut. Deine Lieblingsfarbe? Achso, was überlegst du, blöd? Blau. Wo gehst du hin, wenn du traurig bist? Auf meinem PC. Wie lange brauchst du zum Duschen? Unterschiedlich. Wie lange brauchst du, um morgens fertig zu werden? Nicht lange. Kommt davon, ob ich dusche oder nicht. Aber meistens dusche ich, deswegen. Warst du jemals in einer körperlichen Auseinandersetzung verwickelt? Schlägerei? Ja. Ja. Turn on. Was? Was dich antörnt. Keine Ahnung. Was turnt dich ab? Du. Danke. Warum bist du YouTuber geworden? Langeweile und Lust. Was sind deine Ängste? That's a nice question, man. Was sind meine Ängste? Die Fragen sind so spontan, da habe ich keine Antwort drauf. Was war die letzte Sache, die dich zum Weinen gebracht hat? Keine Ahnung. Wann war das letzte Mal, dass du einem Ich liebe dich gesagt hast? Heute. Dankeschön. Bitteschön. Welche Bedeutung hat dein Online-Name? Mein Subatic-Name? Ja. Keine spezielle. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? The Walking Dead. Buch? The Walking Dead? Welches Buch liest du gerade? Eins. Die letzte TV-Show, die du gesehen hast. Keine Ahnung. Die letzte Person, mit der du geredet hast, ja gut, das brauchen wir nicht zu beantworten. Weiß ich nicht, ich glaube, keine Ahnung. Er hat einfach Blizzard drauf. Dein Lieblingsessen. Pizza. Ort, die du besuchen möchtest. Kölle. Der letzte Ort, an dem du warst. Meine Arbeit. Bist du verliebt? Ja. Das letzte Mal, dass du jemanden geküsst hast? Heute. Dankeschön. Bitteschön. Das letzte Mal, wann du beleidigt wurdest? Beleidig mich mal. Bitch. Heute. Was ist deine Lieblingssüßigkeit? Schlümpfe. Welche Instrumente? Was? Welche Instrumente spielst du? Keine. Was ist dein Lieblingsschmuckstück? Juli. Okay. Was war das letzte Sport, den du betrieben hast? Fußball. Das letzte Lied, was du gesungen hast?
How You Mind Me. Ja, stimmt. Das ist, heißt übrigens How You Remind Me, aber gut. Was ist dein Lieblingsanmachspruch? Geiler Arsch. Hast du jemals Anmachsprüche benutzt? Nein. Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem getötet hast? Getält? Gechillt. Achso, gechillt. Getält. Diese Woche. Gestern. Ja, ist nicht, als ob du es gerade mit mir machst. Mach ich nicht, ich hasse dich. Geh mal weg, Alter. So. Okay, 50, ich das schon wieder. Nächster Tag. Das kann man bei mir im Video übrigens auch machen. Mhm, gerne. Welcher Film oder Filmszene hat dich in deiner Kindheit erschrocken und nicht schlafen lassen? Ich hatte früher echt Angst vor Nightmare on Elm Street. Hast du als Kind gerne Comics gelesen? Wenn ja, was? Ja, ich habe früher echt gerne diese diese Mickey Mouse Hefte da gelesen. Hm. Hast du jemals ein Pussy-Album geführt? Natürlich. Was war der schlimmste Streich, den du als Kind gemacht hast? Puh, keine Ahnung. Was ist dein Lieblingsmärchen? Ich muss gerade überlegen, was ich machen muss. Dass ich das für den nächsten Part weiß. Ich glaube, ich muss nach Schlajede. Mein Lieblingsmärchen ist... Habe ich keins. Warst du jemand, der eher draußen gespielt hat oder zu Hause? Keine Ahnung. Hast du als Kind irgendwelche Sachen gesammelt? Ob ich als Kind irgendwelche Sachen gesammelt habe? Ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang Pokémon-Karten gesammelt. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss? Hab's vergessen. Muss jetzt nicht zum Kraterberg. Das will ich da. Ach, ich bin so blöd. Natürlich, ich muss ja am letzten Tag jetzt zu diesem See. Aber Juli, ich muss den Part jetzt leider beenden, sonst wieder zu lang. Nicht so schlimm, kann ich endlich mal Fragen beantworten. Also Leute, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Juli ist in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.